Schwer verletzte und kranke Kinder bekommen in Kriegs- und Krisenregionen oftmals keine ausreichende medizinische Hilfe. So führen sie oftmals ein Leben voller Schmerzen und Beeinträchtigungen, so wie der 7-jährige Miguel aus Angola. Doch das Team der Asklepios-Klinik Nord-Heidberg konnte dem kleinen Jungen nun helfen und ihm ein ganz neues Lebensgefühl schenken. Stolz zeigt Miguel, wie weit er seinen Mund mittlerweile aufmachen kann. Zu verdanken hat es der kleine Junge aus Angola, der Hilfsorganisation Friedensdorf International, die ihn nach Deutschland gebracht hat, und Professor Dr. Kreusch von der Asklepios-Klinik Nord-Heidberg. Miguel kam an mit einem Problem, der Kiefer konnte nicht geöffnet werden. Die Zähne waren zusammen, es war kein Millimeter Öffnung möglich. Er wurde mit einem Strohhalm ernährt und konnte sich also kaum ernähren, war sehr abgemagert auch. Und dann haben wir ihn untersucht und wir haben gesehen, dass sein Kiefer gebrochen war. Nach einem schweren Unfall in seiner Heimat Angola litt der 7-Jährige unter einer Verwachsung des rechten Kiefergelenks mit der Schädelbasis. In Angola konnte ihm nicht geholfen werden. Doch in Hamburg kannte man für dieses Problem eine Lösung. Haben wir über Zugang vorm Ohr das Gelenk dargestellt, das Köpfchen resiziert, also weggenommen, haben wir eine Rippenknorpel eingebaut und jetzt kann er den Mund wieder aufmachen. Seit Jahren operiert Chirurg Thomas Kreusch Kinder aus Kriegs- und Krisenregionen. Mal in der Hamburger Klinik, mal direkt vor Ort. Bedürftigen zu helfen, ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Mir geht's gut und das teile ich gern. Und das ist für einen Kiefer-, Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen eine normale Operation, sowas zu machen, dass man dort Knorpel nimmt und das oben einpflanzt. Da ist es schwierig, weil der Gesichtsnerv da beschädigt werden kann. Aber es ist eine typische Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgische Operation, die wir immer wieder mal machen. Die Narben an Miguels Oberkörper und Kopf sind gut verheilt. Jetzt muss er nur noch weiter mit dem Holzspatel üben und seine Kiefermuskulatur trainieren, damit er endlich wieder lachen und ein fast ganz normaler Junge sein kann. Also er konnte nicht essen, nicht sprechen, nicht schlucken, wurde flüssig ernährt. Entsprechend war er abgemagert und konnte, wenn er schnell gelaufen war, nicht ordentlich atmen, weil der Mund nicht aufging. Und jetzt kann er wieder rennen, er kann wieder tanzen. Er tanzt ja gerne, ist ein guter Tänzer. Und kriegt den Mund wieder auf, kann ordentlich ernährt werden als Basis, um normal leben zu können. Durch seine aufgeschlossene Art konnte Miguel während seines Krankenhausaufenthaltes viele Freunde gewinnen, wie die Auszubildende Janina Steiling. Sie hat mit dem Angolaner viel Zeit verbracht und schenkt ihm zum Abschied ein Fotoalbum mit Erinnerungen, auch wenn Miguel die Zeit in Deutschland wohl eh nie vergessen wird. Er wird jetzt im Mai zurückfahren zu seinen Eltern nach Angola und dann hoffentlich zur Schule gehen, einen Beruf lernen und dann ohne Probleme weiter gut leben, hoffentlich. Und das mit einem Lächeln, das er der Hilfsorganisation Friedensdorf International und dem Team der Asklepios-Klinik Nord-Heidberg zu verdanken hat.